Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in dem neuesten FritzOS 7.5.0 Portfreigaben einrichten könnt. Wir fangen an, wir gehen zunächst einmal auf Internet, dann auf Freigaben. Dann haben wir hier mehrere Punkte und unser Part ist direkt hier auf Punkt 1 bzw. der Punkt ganz links. Ich habe hier aktuell schon ein Gerät als Exposed Host eingetragen. Da seht ihr nämlich die IP-Adresse. In dem Fall ist das eine Firewall, die dann dahinter hängt. Es ist recht einfach. Ihr geht auf Gerät für Freigaben hinzufügen und könnt dann die Geräte auswählen. Ich mache jetzt testweise einfach mal ein Gerät, was verbunden war, weil ich hatte mal zwischendrin meinen Rechner direkt angebunden. Dann würde er, wenn er V6 noch aktiviert hat, auch noch V6 aktivieren, aber in dem Fall V4. So, das heißt, wir gehen nämlich jetzt einfach auf Neue Freigabe und haben jetzt die Möglichkeit, bestimmte Anwendungen zu machen, zum Beispiel HTTPS und HTTP, das sind halt diese Standardports. Aber wenn ihr zum Beispiel Extra-Dienste habt, die jetzt nicht solche sind, geht ihr einfach auf andere Anwendungen und könnt dann ganz normal TCP, UDP angeben. Sagt zum Beispiel, keine Ahnung, VPN, das wäre dann zum Beispiel UDP 5000 und 4500 bzw. 450. Dann würdet ihr nämlich jetzt einfach den Port freigeben, würdet jetzt auf OK drücken und er würde das dann aktivieren. In meinem Fall funktioniert das nicht, da ich aktuell noch einen Exposed Host habe. Exposed Host heißt nichts anderes, als wenn ihr zum Beispiel eine Firewall habt. Und die Fritzbox macht ganz normales Internet, braucht ihr ja die Portweiterleitung und damit ihr nicht jeden Port manuell weiterleitet, nehmt ihr den Exposed Host. Dadurch werden alle Ports direkt an die Firewall Sophos, OpenSense, pfSense weitergeleitet. Dann drückt man auf Übernehmen. Also an sich haben wir den Port für IPv4 freigegeben. IPv6, falls ihr das habt, würde dann im Rechten stehen. Da ich in meinem Fall IPv6 nicht habe bei meiner Fritzbox, ist dies nicht der Fall. Wenn ihr von externen Dinge freigeben möchtet, ist wichtig zu beachten, dass ihr entweder Dual Stack oder normalen Telekom DSL-Anschluss habt, da alle, die DSL haben, nur eine IPv6-Adresse haben und eine gesharte IPv4-Adresse, die nicht ja, veröffentlicht ist bzw. von extern erreichbar ist. Ähnliches Problem ist bei VPN und ähnlichen Sachen mit DSL gibt es primär Probleme, da die meisten Endgeräte halt aus dem IPv4-Netz kommen und das noch nicht bei allen umgesetzt wurde, die IPv6-Umgebung. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren, wenn du noch mal hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.